Welcome back to a new YouTube video. Heute bin ich wieder zurück auf YouTube und heute geht es aber nicht um YouTube, sondern um TikTok. Weird, okay. TikTok ist auch eine Plattform, auf der wir alle viel zu viel Zeit verbringen, zumindest ich. Ich verbringe am Tag bestimmt, ich will es eigentlich gar nicht wissen, ich glaube 4 oder 5 Stunden am Tag auf TikTok. Ich muss sagen, ich war früher noch viel schlimmer. Früher habe ich bestimmt 8 Stunden am Tag auf TikTok verbracht. Jetzt sind es nur noch 4 bis 5, also von daher eigentlich voll gut. Wer kennt es nicht? Ihr seid auf TikTok, scrollt die ganze Zeit durch euer Feed oder durch eure Timeline und seht irgendwelche Recommendations von irgendwelchen Produkten und ihr denkt euch so, oh mein Gott, ich muss es auch kaufen. Und genau darum geht es heute in diesem Video. Wie ihr schon sehen könnt, bin ich dem Konsum verfallen. Meine Nachbarn denken bestimmt, ich bin das größte Konsumopfer ever. Ist auch so. Auf jeden Fall habe ich hier einige TikTok-Produkte gekauft und werde die euch heute zeigen und euch sagen, ob der Hype gerechtfertigt ist. Ich habe diese Kartons jetzt bestimmt schon eine Woche hier rumliegen, ich kann sie jetzt endlich öffnen. 2 der TikTok-Produkte hatte ich bereits schon, 3 Stück habe ich jetzt noch bestellt und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Okay, das erste Produkt, das ich euch zeigen wollte, ist dieses mega Feuerzeug. Ihr denkt euch jetzt so, du zeigst uns ein Feuerzeug, aber es ist nicht nur ein Feuerzeug. Das ist ein Feuerzeug, das mit USB geladen wird. Finde ich immer voll geil. Es kommt in dieser ultra fancy Verpackung. Ich finde die voll schön. Hier ist das schicke Ding. Ich bin gerade schon dabei, es aufzuladen. Ich finde es halt voll praktisch, dass es mit USB geht und kein... Was brauchen Feuerzeuge? Gas. Und hier seht ihr den Kopfteil. Den Kopfteil. Das Kopfteil, da wird dann so ein Blitz gemacht und dann geht halt die Flamme an. Ich finde es irgendwie voll mindblowing. Und wie gesagt, ihr denkt euch jetzt so, wow, ein Feuerzeug. Ja, ich denke mir auch so, wow, ein Feuerzeug. Aber ich habe es ungefähr 500.000 Mal bei TikTok gesehen. Ich dachte mir einfach nur so, ich brauch's. Und jetzt habe ich ein Feuerzeug. Okay, es hat jetzt geladen. Ich versuche jetzt mal, wie funktioniert das? So. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen, Leute? Okay, nochmal. Ey, das ist Magic. Ich finde das ja so krass. Okay, also the fact, dass ich einfach einen Blitz erzeugen kann. Ey, dieses Produkt hat sich schon so gelohnt zu kaufen. Also 10/10 would recommend. Okay, das nächste Produkt ist ein Deko-Artikel fürs Badezimmer und die Deko-TikToker werden immer größer und größer und größer und zurecht, weil ich finde, alles was die zeigen auf TikTok will ich unbedingt nachkaufen, weil ich finde, die haben die geilsten Häuser. Ich finde auch diese TikToks immer so geil, wo so gesagt wird, 5 things in my American home that make sense. Und denke so, ja Mann, warum haben wir sowas nicht? Auf jeden Fall habe ich hier eine Marmor-Box gekauft. Marmor ist ja gerade voll im Trend und wir haben noch eine Aufbewahrung gebraucht für Ohrenstäbchen und Wattepads. Und die passt perfekt hier hin. Fand die amazing. Man kann es dann auch einfach zumachen. Finde ich voll praktisch. Sieht voll nice aus. Okay, habe sie jetzt noch befüllt und ich finde es voll nice. I know. Es ist eine Deko-Box für Ohrenstäbchen und Wattepads, aber aus Marmor. Also, es ist Marmor. Voll geil. Wir befinden uns immer noch im Badezimmer und als nächstes teste ich etwas, was alle testen wollen, was alle haben wollen. The Ordinary A30 BHA 2. Das ist dieses Peeling, was irgendwie jeder auf TikTok benutzt. Also ich glaube, durch TikTok ist es wirklich überpopular geworden. Und ich habe es jetzt auch schon etwas länger. Ich benutze es auch eigentlich regelmäßig und muss sagen, ich finde es ganz gut. Also ich weiß nicht, ob meine Haut sich jetzt groß verändert hat, aber ich finde, danach fühlt sich die Haut immer voll gut an. Ich zeige euch kurz, wie man es anwendet. Okay, zuallererst wascht euer Gesicht. Und dann tragen wir es auf. Und ich glaube, wir wissen alle, woran wir denken, wenn wir das auftragen. Es sieht halt aus wie Blut. Es fühlt sich auch krass an. Also als ich das erste Mal benutzt habe, war ich schon ein bisschen so schockiert. Weil, wie ihr sehen könnt, erstens sieht es aus wie Blut und zweitens, es brennt so ein bisschen, keine Ahnung. Was ihr auf jeden Fall bedenken müsst, ist, es ist ein sehr starkes Peeling. Es ist ja ein chemisches Peeling. Und ich weiß nicht, ob es was ist für sensible Haut. Ich habe zum Glück nicht so sensible Haut. Also auf jeden Fall danach die Haut gut mit Sonnencreme eincremen und nicht zu lange drauf lassen. Ich glaube, es wird empfohlen, 8 bis 10 Minuten drauf zu lassen. Und wir warten jetzt mal ab und dann sehen wir, wie es sich anfühlt. Die 8 Minuten sind vorbei, ich wasche jetzt ab. So sieht meine Haut jetzt danach aus. Das AH30 BHA 2 Peeling ist ja dafür da, um die Haut zu bleichen, also Pickelmale weniger erscheinen zu lassen und auch die Haut halt logischerweise von Pickeln zu befreien. Ich finde, meine Haut sieht voll gut aus momentan. Kann sein, dass es am BHA-Peeling liegt. Benutzt es, wenn ihr es kauft, nicht öfter als einmal die Woche.
Und wie gesagt, benutzt danach Sonnencreme fürs Gesicht. Solltet ihr sowieso immer, aber benutzt es vor allem nach dem Peeling, weil es sehr aggressiv ist. I think it's worth the hype, es kostet 8 Euro. Generell die ganzen Ordinary Produkte, ich habe auch das Vitamin C Serum. 8 Euro, kann man eigentlich nichts falsch machen. Okay, ich zeige euch jetzt das nächste Produkt. Wie ihr seht, ist es bereits dunkel draußen. Also ich habe jetzt Ewigkeiten gewartet, bis ich euch das nächste Produkt zeigen kann. Es ist jetzt 23.30 Uhr. Dreimal dürft ihr raten, welches grandiose TikTok-Produkt ich euch jetzt zeigen kann. Den Starlight-Projektor. Ich glaube, viele von euch werden es schon irgendwo gesehen haben, vielleicht sogar in meiner Story. Ich habe es auch schon öfter gepostet, weil ich wirklich so begeistert bin von diesem Produkt. Ich finde, es ist das geilste Produkt, was ich mir, glaube ich, generell jemals irgendwann gekauft habe. Es kommt halt mit diesem Starlight-Projektor, Kabel und Fernbedienung. Und das Coole ist sogar, der Starlight-Projektor ist auch noch eine Musikbox, also man kann auch noch Musik über diesen Starlight-Projektor abspielen. Also wie gesagt, musste ich natürlich logischerweise warten, bis es dunkel ist, ansonsten hätte man es nicht gesehen. Und ich halte ihn jetzt mal an. Ich muss nochmal kurz gucken, wo man ihn am besten positioniert, weil das ist wichtig. Und dann seht ihr, wie geil dieser Starlight-Projektor ist. Also ich habe ihn jetzt hier hinten in die Ecke gemacht. Alles, was ihr dafür braucht, ist dann einfach so ein Charger, wo ihr einen USB reinmachen könnt. Und ich habe ihn so ein bisschen schräg hingestellt. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und in der Ecke ist es halt am besten. Ich mache mal kurz überall das Licht aus und dann schmeiße ich ihn an. Jetzt ist es sehr dunkel. Okay, 3, 2, 1. Leute, jetzt ehrlich, das ist einfach so geil. Und man kann auch Laser anmachen. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber dann fangen so kleine Sterne an, projiziert zu werden, und die verschwinden dann auch wieder. Und man kann verschiedene Farben auswählen. Man kann immer zwei Farben gleichzeitig auswählen. Man kann jetzt zum Beispiel noch sagen, man macht Rot rein. Dann wird das Ganze rot-blau. Man kann aber sagen, man macht zum Beispiel auch Grün rein. Dann wird es grün. Weiß reinmachen. Dann wird es mit Weiß. Man kann das Ganze auch noch rotieren lassen, dass es so wellenartig rüberkommt. Ich finde, das ist eines der geilsten Produkte, das ich mir jemals gekauft habe. Und warum ich es schräg hinstelle, ist, weil wenn man es gerade hinstellt, geht der Radius halt nicht so weit, wie wenn man es jetzt schräg hinstellt, und so ist das ganze Zimmer beleuchtet. Und was man eben auch noch machen kann, ist nur den Laser anmachen, und dann hat man hier im ganzen Zimmer einen Sternenhimmel, und der ist dann auch, entweder stellt man ihn so ein, dass er die ganze Zeit bleibt, oder man macht so wie ich mit Fade und dann geht er kurz weg und kommt danach dann auch wieder. Also als wäre es ein richtiger Sternenhimmel. Moment, nee. Beim Sternenhimmel bleiben die Sterne immer. Also, forget what I said. Good morning. Wir mussten bis zum nächsten Tag warten, weil jetzt geht es um ein Breakfast-Tool, das ich auf TikTok gesehen habe. Und ich als Breakfast-Lover und vor allem als Avocado-Lover musste dieses Tool haben. Falls ihr irgendwann mal keinen Löffel, keine Gabel, kein Messer oder so zur Hand habt, kommt dieses Tool genau richtig. Und zwar ist es das 3-in-1 Avocado Tool. Ich schwöre, das hat mein Leben verändert. Das ist so geil. Egal, ob ihr Guacamole machen wollt oder halt wie vorgegeben hier diese Scheiben. Ich finde, dieses Avocado Schneidetool ist the shit. Also wie ihr seht, es kommt mit so einer Klinge, damit könnt ihr die Avocado aufschneiden. Dann kommt es mit einem Kern, whatever, Kernentferner. Und dann kommt es noch mit so einem Spalter, damit ihr die Avocado in Scheiben schneiden könntet. Mehr braucht man im Leben nicht. Okay, ich zeige euch ganz kurz, wie dieses Teil funktioniert. Als erstes nimmt man eine Avocado, dann halt dieses Schneidetool. Dann schneidet man erst um den Kern herum. Ich glaube auch, das ist Keramik, vielleicht ist es auch Plastik, aber ich glaube, es ist Keramik. Perfekte Avocado. Nun nehmt ihr diesen, ne? Und dann drückt ihr einfach so rein, Kern weg. Zu guter Letzt nehmt ihr nur das letzte Tool, diesen Spalter. Und ganz einfach, ihr geht einfach in die Avocado rein. Es ist immer so groß wie eine Avocado. Und die ist ein bisschen härter, ein bisschen sehr hart. Die war einfach noch nicht reif. Okay. Okay, wartet. Okay, die Avocado ist echt hart. Okay, dann nehmt ihr die Avocado und drückt die halt hier durch. Ihr habt Avocado Slices. Was für ein besseres Frühstück wünscht man sich? Gibt keins. Also normalerweise hat man halt auch nicht so eine harte Avocado, normalerweise ist die ein bisschen weicher. Deswegen ist das Tool eigentlich richtig praktisch für harte Avocados, wie man sieht. Nicht ganz so einfach anzuwenden, aber ihr habt immer noch den Schneider und den Kernentferner. Es fehlt nur der Spalter.
Okay, das waren meine 5 Must-Haves von TikTok. Diese 5 Dinge haben mein Leben verändert, erleichtern mir mein Leben in gewissen Dingen oder machen wie der Starlight-Projekt mein Leben schöner. Falls ihr noch mehr von solchen Videos sehen wollt, ihr könnt nochmal 5 Amazon Must-Haves oder 10 Amazon Must-Haves oder 20 befriedigt meine Shopping-Sucht Must-Haves machen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace.